Hallo und herzlich willkommen zu der Playlist der Produkttester. Heute stelle ich euch ein eher kurzes, aber dennoch sehr nützliches Kabel vor, nämlich USB-C zu USB-C. Weitere Informationen zum Video und diesem Produkt erhaltet ihr unten in der Videobeschreibung. Mal sehen, was dieses Kabel kann. Hier haben wir das USB-C zu USB-C Kabel. Bluetooth und Wi-Fi direkt könnten eventuell etwas langsamer sein. Verzeiht bitte, dass ich jetzt per Hand, also manuell aufnehme. Aber ihr seht ja, dass ich das jetzt testen werde. Dieses Tablet sowie das Galaxy S8 Plus von mir habt jeweils einen USB-C-Anschluss. Gut finde ich, dass hier so ein Klettverschlussteil mit bei ist. Auf jeden Fall. Das werden wir lösen. So. Sehr schön. Und dann werden wir mal gucken, wie Handy und Tablet aufeinander reagieren. Und schon einmal da rein. So, die beiden Geräte sind jetzt miteinander verbunden. Das Tablet hat auf jeden Fall etwas gemacht. Definitiv. Und macht immer noch irgendwas. Das Handy selber hier sieht nicht so aus, als wenn das irgendwas machen würde. Aber doch, ja. USB zur Datenübertragung. Es ist also erkannt worden. Beide Geräte haben sich erkannt und versuchen auch wahrscheinlich sich gegenseitig zu laden, was natürlich zu gegenseitigem Stromfluss führen dürfte. Aber naja. Ja. Auch das Tablet hat sich mit dem Handy verbunden und dieses Tablet versucht dieses Handy zu laden und dieses Handy versucht dieses Tablet zu laden. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, dieses Kabel funktioniert, hat noch so einen kleinen Klettverschlussteil dabei zum Einwickeln. Also erhält dieses Produkt dafür, dass es funktioniert und dafür, dass es schön klein ist und trotzdem lang genug, vor allen Dingen, dass man es auch überall mit hinnehmen kann, 5 von 5 möglichen Sternen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bei einer eventuellen Kaufentscheidung geholfen. Bis zum nächsten Mal.